freundlich. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Meine Damen und Herren, oh. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Wer von Ihnen kennt noch Slobodan Milosevic? Ein normaler Einstieg in eine Comedy-Sendung, finde ich. Slobodan Milosevic, wissen wir, total böse und kriegt jetzt von allen, die total lieb sind, den Prozess gemacht in Den Haag. Oder im Haag, wie wir die Experten sagen. Und das Folgende ist, er verteidigt sich selbst, er nimmt keinen Anwalt. Kennen viele von der privaten Scheidung. Ja? Wo man sagt, nee, nehmen wir einen Anwalt, wird es billiger. Im Idealfall. Und er verteidigt sich selbst und um zu beweisen, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, hat er Filmmaterial vorgeführt in seinem Prozess von der Sendung Monitor im WDR. Haben Sie es mitbekommen? Und der WDR ist entsetzt, empört, verbittert. Wie kann Milosevic Filmmaterial aus dem WDR benutzen? Ich meine, er hat sich's aufgezeichnet. Ja, Kassette rein, also kann man immer mal brauchen. Die WDR-Redakteure sind empört, geschockt und verbittert. Viele WDR-Redakteure sind so entsetzt, sie haben aus Protest gegen Milosevic heute um 9 Uhr beim Frühstück ihre Slivovitz-Flaschen aus dem Fenster geschmissen. Und Mr. Milosevic, verteidigen mit Bildmaterial des WDR funktioniert nicht. Wirklich. Hat Ewald Lienen auch probiert. Dann, all die Fans heute Abend hier, ja, natürlich, man will es nicht zugeben. Aldi, meine Damen und Herren, unsere großartige Supermarktkette führt ein neues kundenfreundliches Zahlungssystem ein. Sie können jetzt mit EC-Karte an der Kasse zahlen. Sie wissen? Na, was habt ihr denn heute wieder? Geheimnummer und schon wird abgebucht. Das Problem bei Aldi ist, dass es so lange dauern kann, bis sie an der einen Kasse vorne sind, dass die Karte abgelaufen ist. Ja? Da müssen Sie diese Geheimnummer eingeben. Und das ist wiederum der Vorteil. Wenn Sie bei Aldi an der Kasse die Geheimnummer Ihrer Karte nicht mehr wissen, stehen mindestens 5 Mann rum, die die Nummer kennen. Freunde! Bisher haben auch schon viele bargeldlos bei Aldi eingekauft. Führte allerdings zu Abführen in Handschellen und Hausverbot. Helmut Schade at the Supermarket! Lieben Freundinnen und Freunde, heute Abend ist bei uns einer der ganz Großen aus Hollywood zu Gast. Er hat für fast jeden Film der letzten 10 Jahre, der einem einfällt, die Musik geschrieben. Großen Hollywood-Erfolg. Er war 7-mal für den Oscar nominiert. Er hat ihn einmal gewonnen für seine Musik zum Film Der König der Löwen. Und ich sage Ihnen mal ein paar Filme zum Beispiel. Er hat gemacht den Jack Nicholson hieß bei uns Besser geht's nicht. Ja. Dieser Film mit Jack Nicholson. Dann Der Prinz von Ägypten. The Thin Red Line. Dann König der Löwen habe ich schon gesagt. Rain Man natürlich. Rain Man mit Dustin Hoffman und Tom Cruise und. Hannibal, Pearl Harbor, Mission Impossible, Gladiator. Alles seine Musik. Das sind zwei CDs, die von ihm jetzt erscheinen. Das eine ist die Musik zum neuen Film Black Hawk Down. Und das ist eine Zusammenstellung seiner größten Erfolge, The Wings of a Film. Heute Abend bei uns der erfolgreichste Hollywood-Komponist aller Zeiten, Hans Zimmer. Und unser Hauskomponist und Bandleader Helmut Zerlett, gestern Abend nach der Show noch nach Hannover gefahren. In deinem eigenen steuerbefreiten Porsche oder mit... Genau, ja, ja. Ja, selber gefahren? Selber gefahren. Das ging auch ganz gut, war wirklich nicht so viel los. Wie lange fährt man hier von Köln-Mülheim bis Hannover? 2¼ Stunden. Oh. Oh. Oder ein bisschen länger, glaube ich. Ja, das war sicher bis zur Autobahn, oder? Ja, 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 ja. Oder haben Sie diese lästigen Schilder abgehängt? Es ist ziemlich viel Kilometer befreit, also keine Beschränkung. Ja, ziemlich weite Strecken sind, wo man direkt aufgefordert wird, mal richtig drauf zu drücken. Genau. Habe ich auch schon gelesen, diese Schilder. Wo warst du genau in Hannover?
Oh Gott, das ist ein Zooviertel, war das. Also war das die Uni, ja, oder war es eine Hochschule? Das war die Mensa von der Musikhochschule, wo die Jazz-Big Band eine Party gemacht hat, ja, und auch live gespielt hat. Die jungen Herrschaften hatten dich eingeladen. Das sind also alles Musikstudentinnen und Musikstudenten. Ja, ja, ja. Es war total platt. Die waren total nett und hatten ein richtiges Empfangskomitee mit Schnittchen und wirklich, ich war total überrascht. Und die haben mich sogar gefragt, ob ich mitspielen will. Ja, und du hast ja Gott sei Dank Filmmaterial mitgebracht. Ja? Bisschen, ja. Ja, können wir das mal sehen? Helmut in Hannover. Du vielleicht kannst du erklären, was wir da sehen. Hm? Das ist die Ankunft? Ja, das ist die lokale Presse, die jetzt gerade sich über mich hermacht da. Ja, fantastisch. Die Presse in Hannover. Ja. Und das sind das alles Musikstudentinnen? Ja, ich denke ja. Ich denke, ja. Und da geht es jetzt zu dem Schnittchenraum. Die haben extra da einen Raum für mich gemacht. Guck. Stopp mal bitte, sind das Duschräume? Ja, ja. An der Musikhochschule gibt es Duschräume? Das ist die Mensa, aber ich weiß auch nicht, warum es in der Mensa Duschräume gibt. Vielleicht für die Aufnahmeprüfung. Ja. Duschräume, wozu brauchen wir in der Musikhochschule Duschräume? Obwohl, wenn du zum Beispiel die Klavierspielerin gesehen hast, weißt du wozu? Die ist doch genagelt worden im Klo, oder? Ja. Ja. Es war so. Ja. Obwohl, du könntest dich schon ein bisschen gewählter ausdrücken. Ja. Genagelt worden im Klo. Es kam zu einer von tiefen Emotionen getragenen körperlichen Ekstase zwischen Pianistin und Schüler. Auf der Toilette. Auf der Toilette. Genagelt worden im Klo. Hast du den Eindruck, dass solches dort passiert? Nee. Nein. Können wir mal weitersehen, bitte? Also, das ist jetzt auf dem Weg durch die Mengen. Ehrlich? Ja. Aber guck mal. Stopp, schau mal. Um. Das sind ja unglaublich attraktive. Ja, ja. Sind das alle Studentinnen? Ja, offenbar. Können wir die mal genauer sehen? Hier zum Beispiel, schau dir mal eine das an. Hübscher als die anderen. Die studieren alle Musik? Auf Lehramt, oder? Scheinbar. Vielleicht waren auch ein paar... Hier, schau mal, 3 auf 1. Ja. Ich wollte gar nicht auf die Bühne. Ja. Schade, dass wir viel Lampen sehen und wenig Gesichter. Ja, mein Kameramann war so klein. Stopp mal bitte. Jetzt rate mal, warum wir dir einen kleinen Kameramann schicken. Oder? War dann da Party? Ja, richtig. Ja, guck mal, wie die abfeiern. Zeigen Sie mal bitte weiter. Ja, wir würden Sie gerne mal einladen. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Ruft uns nicht an, am Wochenende ist keiner da. Ja? Wir melden uns bei Ihnen. Das Wetter in Kabul, meine Damen und Herren. Morgen und am Sonntag 5 Grad tagsüber und in der Nacht 4 Grad. Und es ist bewölkt und nur wenig Sonne. Falls ihr am Wochenende irgendetwas los haben, in Kabul kleine Party oder man hat zu wenig, man hört zu wenig in letzter Zeit. Irgendwie schon ein bisschen. Sharping war da. Ja. Ja. Was hat er da gemacht? Die Truppe besucht. Ne? Natürlich, er ist ja Verteidigungsminister. Das vergisst man leicht. Ja. Er hat die Truppe besucht. Haben wir heute keine Studio-Umfrage gemacht mit den Zuschauern? Doch. Polit, kommt die später? Ja, die kommt ja eingebunden. Genau. In das große Thema. 100 Jahre Berliner U-Bahn. Hat die auch einen Namen? Metro oder Tube oder so? Oder der Fritz oder so? Der schnelle Fritz? Berliner U-Bahn muss doch einen Namen haben, oder? Ich fahre durch Berlin, das ist die Stadt an der Spree. Gibt es da nicht so ein Lied, so ein U-Bahn-Lied oder so? Es gibt dieses Musical, Linie 1. Oh, vom Krippstheater. Ganz genau, ja. Ja. Fahr mal wieder U-Bahn. Ja, und da kommt auch dieses berühmte Lied vor, wir Wilmersdorfer Wettbewerb. Genau. Ja, wir gratulieren der Berliner U-Bahn zum 100. Geburtstag. Ja, genau, heute auf den Tag, genau. Schöne Situation, dass wir da heute gratulieren können. Ja. Und du bist Berliner U-Bahn-Fan, das wusste ich gar nicht. Ja, ich bin überhaupt Straßenbahn-affin, sagen wir mal. Ui, Straßenbahn-affin. Ja. Also. Donnerwetter. Ja. Donnerwetter. Naja, Fan wenn hört sich so homophob an. Bin, bist du Straßenbahn-affin. Ja. Hast du mal in Berlin gelebt? Ja, aber nur ganz so halbwöchentlich, ein Warum? Halbes Jahr. Warum? Ja, wegen Sat.1. Also ich habe ja da mal gearbeitet bei Sat.1. Ja. Ja. Und sag doch den Herrschaften bitte, welches Magazin du mal abonniert hattest als Heranreifender.
Ja, also im Alter so von 12 bis 14 hatte ich das Straßenbahnmagazin abonniert. Das heißt, was ist da zu sehen im Straßenbahnmagazin? Ja, da sind interessante Berichte aus aller Welt, so die Straßenbahn. Straßenbahnen dieser Erde? Ja, genau. In Kanada, in Stuttgart, in die neuesten Entwicklungen, die neuesten Techniken, aber auch Historisches. Also das hat mich damals sehr interessiert. Hm? Ich überlege gerade, was ich von 12 bis 14. Ich habe Jerry Cotton gelesen. Ja, siehst du mal, nee, das war nicht. Straßenbahnmagazin auch ausgeschnitten und so? Oder, boah, die neue 11.13? Ja. Ne, das habe ich dann immer beim Straßenbahnfahren in Köln gemacht. Da hatte ich immer so ein Heft und da habe ich dann immer hinter dem Straßenbahnfahrer gestanden und habe die Höchstgeschwindigkeiten notiert. Eigentlich, wenn ich das so höre, warum diese schöne Kindheitserinnerung nicht nochmal wiederholen? Du könntest dich doch mal hier in die Straßenbahn stellen und die Höchstgeschwindigkeit notieren. Ja, das könnte man machen. Das ja. könnte man mal machen. Ja. Ich glaube, das Gefühl, die fahren teilweise zu langsam. Ach so, also daher deine Liebe zu den Straßenbahnen. Da ist ja, ja das ein Festtag für dich, 100 Jahre Berliner U-Bahn. Ja, das ist ganz toll und das ist ja auch wirklich eine super U-Bahn. Also ist die jetzt, toll? Ja, die ist toll. Hat die Weltstadtniveau? Ja, wird schon. Was sagen. Ist das Tolle an der Berliner U-Bahn? Na, weil es halt eine richtige U-Bahn ist. Also zum Beispiel in Köln oder in Stuttgart, das sind nur so Möchtegern-U-Bahnen. Ja, die fahren irgendwie mal so unten durch, ja, und zwar ist genau. keine U-Bahn. Ja. Nee, also eine richtige U-Bahn ist auch nur auf eigenem Gleis. Die kann zwar auch oben fahren, also in Berlin ist das ja auch oft der Fall, dass die überirdisch fährt, ja. aber sie muss immer auf eigenem Gleis fahren und nicht wirklich auf der Straße. Fantastisch, strenge Regeln. Ja. Gibt es da tolle Stationen, die wir kennenlernen sollten? Sehr selbstverständlich. Also eine Superstation ist zum Beispiel die Station, an der ich meistens angekommen bin, wenn ich von Tegel gekommen bin. Ja. Jakob-Kaiser-Platz. Also da kommt man erstmal mit dem Bus vom Tegel und dann steigt man Jakob-Kaiser-Platz in die U7 müsste das sein. Was ist jetzt genau das Schöne an diesem Jakob-Kaiser-Platz? Das Foto scheint mir ein bisschen ungünstig. Also was ja schon mal toll ist, das hat man ja auch nicht unbedingt immer in Köln, dass man eben ehrlich einsteigen kann in die U-Bahn. Das mag vielen Berlinern und Hamburger ganz simpel vorkommen, aber man muss keine Treppenstufen gehen in die Bahn. Richtig, sehr ja. verbraucherfreundlich. Und ich fand es einfach toll, da anzukommen und in meine ja. U-Bahn wieder zu steigen. Ja. Also nicht in meine, also so in die U-Bahn. Nee, aber man, ich kann es verstehen, das sagt meine U-Bahn. Ja. Ja, ich kenne auch Leute zum Beispiel, die sagen meine B14. Weil sie genau, die B14 ja. so oft gefahren sind, ja, von eben. Stuttgart ja. nach Nürnberg oder so, sagt, wenn ihr am Abend auf meine B14 fahre. Ja. Die wussten auch genau, wo Stau ist und so. Die haben ihr Leben damit verbracht, Umgehungsstraßen zu fordern. Was ich übrigens auch eine schöne Idee finde. Ich habe gekämpft, ich habe Unterschriften gesammelt für die Umgehungsstraße. Dann abends bei sich zu Hause Umgehungsstraßen geplant und gefordert. Wurden dann schneller abgerufen als erwartet und die Straße wurde doch nicht gebaut. Aber es war ein Ziel. Das ist ja, ja wichtig, eben. Dass man ein Ziel hat im Leben. Umgehungsstraßen fordern. Köln hat ja eine, besteht ja nur aus Umgehungsstraßen. Wieso? Nicht? Nö. Man muss doch eigentlich immer mitten durch die Stadt, oder nicht? Ich nicht. Ich fahre nur außen rum und gucke zum Fernglas. Ja, was ist denn hier so? Also jetzt mein Weg zu Sat 1. Also ja. Jakob-Kaiser-Platz, dann umgestiegen an der Bismarckstraße. Und dann bin ich ausgestiegen hier Wittenberg-Platz. Das ist diese ganz charakteristische, da ist auch das KDW übrigens. Ah. Ja. Und dann ist man damals, jetzt ist ja Sat 1 umgezogen, damals ins Philips-Hochhaus und da war dann, also im 7. saß so Kogel und ich saß im 6. Stopp. Donnerwetter. Ja, ne? Du saßt eine Etage unter Fred Kogel? Ich glaube, ja. Und mittlerweile sind wir ja umgezogen, also Sat 1 ist umgezogen. Ja. Wir fahren nur einmal da zur Eröffnung. Jetzt des neuen Power Centers, Emotion Building. In der Dingstraße, Jägerhofstraße? Jägerstraße. Direkt natürlich. Am Gendarmenmarkt. Und die Haltestelle, die dazu passt, ist der Hausvogteiplatz. Auch schön. Ja, ne? Erinnert mich an die Mensa in Hannover. Das ist eigentlich schön, dass Berlin in der Nähe von Sat 1 die U-Bahn-Station abwaschbar gestaltet hat. Einfach mit dem Schlauch drüber. Das liegt ja daran, dass zum Beispiel diese Station auch zu DDR-Zeiten fast 40 Jahre brach lag. Donnerwetter. Ja, da ist noch nicht mal eine U-Bahn durchgefahren. Warst du mal in der DDR? Ja, du nicht? Einmal, einen Tag. Mit der Schule. Ja, wir haben da billig Noten gekauft. Von der Edition Peters aus Leipzig.
Das waren so Noten, so Mozart, Haydn und so, die kosteten 20 Mark im Westen und 3 Mark drüben. Ja, und dann wusste man nicht, was man mit dem Rest Begrüßungsgeld macht. Doch, wir haben dann irgendwie so blaugrüne Kuba-Drinks in der Nähe vom Bahnhof getrunken oder so, um das Geld wegzukriegen, aber es war nicht wegzukriegen. Nee. Ja. Und ich habe dauernd gewartet, dass ich gefilzt werde. Ja, war nichts. Sie wurde durchgewinkt. Echt? Kein Interesse an mir. Nee, die wirken lustlos, die Grenzer, muss ich sagen. Bei allem, was man so Kritisches heute hört, bei mir wurde check. Also ich bin mal gefilzt worden, das gibt's gar nicht. Nein. Doch. Bitte. Echt. Von diesem System? Ja. Ich glaube, es war kein stalinistisches System. Nein. Ein sozialistisches. Es war ein sozialistisches System und Stalin hieß ja überhaupt gar nicht Stalin, sondern ich glaube Tschugaschwili. Josef Tschugaschwili, ein Georgier, der morgens sich schon mal gerne einen hinter die Binde kippte, fett gegessen hat und über kurz oder lang fast mal unser Verbündeter geworden wäre. Ja. Wenn der Lauf der Geschichte nicht anders gekommen wäre. Genau. Ja. Also, ich nehme stalinistisches System zurück und nachher gibt es auch geile Zahlen für die PDS als Entschuldigung. Ja? Yes. So. So. Berlin 1989. Was war da? War ich in Berlin. Wieso? Ach so, naja, ja, jetzt kommt es ja. Jetzt kommt das, ja, Wahnsinn. Da warst du in Berlin? Berlin 89? Ja, glaub, ja, Februar 89 zur Berlinale. Ja. Und zwischen zwei Filmen, die ich unbedingt sehen wollte. Welche waren das? Weiß ich nicht mehr. Ja, das braucht man schon ein bisschen. Die Geschichte braucht ein bisschen Fleisch. Naja, du kennst doch diese Wettbewerbsfilme von der Berlinale. Der geht mal rein, dann vergisst man sie wieder. Das wird Herr Zimmer gerne hören. Ja, ja. Also du warst in Berlin 89. Genau, und ich hatte 4 Stunden Zeit zwischen 2 Filmen, dachte mir, prima, fährst du mal in den Osten rüber und kaufst billig Bücher. Weil da gab es ja, nee, was du ja gerade erzählt hast, ne? Und dann bin ich mit der U-Bahn hier zur Friedrichstraße gefahren. Ja. Also hier kann man das sehen, das ist ein Plan von 83, Stadtmitte, französische Straße, da hat die U-Bahn nicht gehalten. Mhm. Und in Friedrichstraße hat sie gehalten, da war auch dann ein Grenzübergang. Und dann bin ich da durchgewunken worden. Also ich bin eben nicht kontrolliert worden. Die haben ja immer so sehr lange zwischen Pass und Antlitz verglichen. Mich, wie gesagt, nicht. Wir haben sie durchgewinkt, lustlos, aber bei dir. Und dann wurde ich in so ein kleines Räumchen gebeten. Und da musste ich mich dann bis auf Unterhose ausziehen. Und dann haben die alles durchsucht. Und am längsten hat halt mein Portemonnaie gedauert. Du kennst das ja irgendwie, da ist dann... Naja, so Quittungen und alte Fahrscheine und Geld und... Super Adressen von tollen Restaurants, die man im Vorfeld... Ausweise von Videotheken. Ja. Und und die haben alles durchgeguckt nach geheimen Botschaften. Das hat 1,5 Stunden gedauert, bis sie mein Portemonnaie durch hatten. Hatten sie eine geheime Botschaft gefunden? Nee, ja, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie mir dann gesagt, danke, Herr Anwachs, Sie können jetzt gehen. Nach wie lange? 1,5 Stunden. Hast du dafür Entschädigung gekriegt später? Nein, natürlich nicht. Eigentlich steht dir doch dafür ein Haus in Potsdam zu. Ach, komm, bitte. Oder? Das ist doch Drangsalierung. Ich finde, du könntest da Ansprüche geltend machen. Naja, so schlimm war es. Ein kleiner Gutshof oder so. Ja, wieso? Heutzutage verblasst das. Wir waren auch mal mit der Schule in Berlin. Echt? Ja, einen Wann? Tag, oh, weiß ich nicht mehr, das war 1975 oder so. Und einen Tag DDR-Besuch und einen Tag sollten wir den Reichstag anschauen. Ja. Und ich bin mit 4 Kumpel nochmal vor der Reichstag-Besichtigung unten in eine Kneipe gegangen, Cola trinken. Ja? Schnell eine Cola vor dem Reichstag. Ja? Und einer wirft so locker eine Mark in den Spielautomaten, plötzlich bing, 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 bing. Super Spiel. Oh. Ja, 100 Spiele. Und da ging die Klasse in den Reichstag und wir mussten diese 100 Spiele machen. Das dauerte 3 Stunden, wir haben 180 Mark gewonnen. Ja? Und am Schluss war das Geld unten heiß, die Münzen, die rauskamen. So hat es geglüht. Auf diese Weise war ich nie im Reichstag. Bis heute nicht? Ja, das wäre mal eine schöne Geschichte. Wie mich ein Spielautomat von der Reichstagsbesichtigung abhielt. Stell dir vor, die anderen gingen interessiert da rum, gucken sich das alles an, Donnerwetter und so. Man konnte nicht wissen, dass es mal Alltag wird, in den Reichstag zu gehen. Ja, klar. Ja? Und ich saß da unten mit den anderen vor dem Spielautomaten. Eine Cola nach der anderen, Currywürste, Pommes, geraucht. 180 Mark zu viert. Und es gab nicht mal Streit bei der Aufteilung. Super. Hm? Wäre eine Geschichte, auf die ich nie gekommen wäre, wenn wir heute die 100 Jahre Berliner U-Bahn gefeiert hätten. Siehst du mal. Tolle Sache. Haben die auch so Namen, diese U-Bahn-Strecken, so wie in London? Jubilee Line oder... Nee, also aber die U1 ist natürlich die bekannteste, die dann vorbeiführt. Möckernbrücke, Hallisches Tor am Kotti, wie liebevoll das Cottbusser Tor heißt. Das heißt bei den Berlinern am Kotti? Kotti, nee, der Kotti. Der Kotti? Der Kotti. Ich fahre zum Kotti. Ja, am Kotti. Dann weiß jeder, was es ist. Ja, am Kotti.
Und am Kotti hat auch Kollegin Bettina Wendelgass mir dieses alkoholfreie Bier aus einem Ökoladen mitgebracht. Wie heißt das? Neumarkter Lamsbräu. Das ist eigentlich aus der Oberpfalz, aber... Neumarkt in der Oberpfalz kenne ich, habe ich mal gespielt. Echt? Im Kulturstüberl. Ich finde dieses Geräusch geil. Das Öffnen der Flasche, das Weglegen des Flaschenöffners und das Einschenken. Ein alkoholfreies Bier aus der Oberpfalz vom Kotti. Ja. Das ist Berlin. Ja. Schön für Sie zu Hause auch, oder? Machen Sie auch eine Flasche auf. Wirklich. 100 Jahre Berliner U-Bahn. Wer weiß, ob wir das nochmal feiern können. Ich meine jetzt nicht, weil irgendwas passiert, sondern unser Eins lebt ja auch nicht ewig. Oh, das haben Sie nicht gewusst, da wollte ich Ihre Gefühle nicht verletzen. Es ist so, eines Tages, Ding Dong, Deckel drauf, adios. Ist echt so. Also, das ist jetzt, oder ist es gemein, wenn ich sowas sage? Nein. Eines Tages ist es für alle zu Ende. Ja, das weiß doch jeder, oder? Nee, ich weiß nicht, scheinbar draußen waren ein paar Herrschaften beleidigt. Ja. Haben gesagt, das lasse ich mir von Ihnen nicht bieten, haben ausgeschaltet. Das spürst du, ja? Nee, ich sehe ja die Leute. Namen Elvira. Neu, die pushen? Naja, wir sehen uns eh morgen. So! Jetzt! Kommen wir zur Umfrage. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn die Bundesregierung die Wahl nicht abgeschafft hätte? Und wenn morgen Bundestagswahl wäre? Heute 250 Damen und Herren im Publikum. Gültige Stimmen 221, sehr hohe Wahlbeteiligung 88,4%. Für die CDU-CSU würden sich entscheiden 36,7%. Für die SPD 28,8%. Für die Grünen 9,5%. Für die FDP 18,6 und für die PDS 7,2. Das heißt, was auffällt heute, weniger als die FDP, die in den letzten Tagen deutlich über 20% lag. Ja, aber immer noch sehr viel. Die CDU weit vor der SPD heute. Ja. Und die PDS, die Nachfolgepartei der demokratisch gewählten SED. In einem System, bei dem ich kein Recht habe, ein Urteil zu fällen. Da kommen wenigstens mal diese Tücher hier zum Einsatz. Jetzt ist mir es auf die Biografie von Herrn Zimmer gefallen. Ich hab's nicht gesehen, ich will es auch mal sehen. Zeig's mir doch mal. Ich will es auch mal sehen. Das sieht sehr gut aus. Ich mache es sauber, Elvira. So heißt meine Tante, jetzt denkt sie die ganze Zeit. Deine Tante heißt Elvira? Ja. Wo lebt die denn? In Braunschweig, aber du hast du jetzt hast nicht sie gemeint. Sag bitte, dass du nicht sie gemeint hast. Liebe Tante Elvira in Braunschweig. Ich kenne gar niemanden außer Ihnen, der Elvira heißt. Ist das eine echte Tante? So eine Nenntante? Ist das so eine Nenntante? Beste Freundin meiner Mutter, ja. Und du musst Tante Elvira, also du sagst Tante Elvira zu ihr? Ja. Ja. Kennt ihr euch schon lange? Ja. Das kleben die Fragen an Herrn Zimmer. So, jetzt aber Schluss mit diesem Schabernack. Hoffentlich sieht das bei Sat.1 keiner. Ja.
Wir könnten es natürlich rausschneiden. Ach Quatsch. Ja, aber es ist schon, da fällt mir ein Glas um, das sieht blöd aus. Hä? Wenn Henry Maske das passiert wäre, hätte man die Sendung komplett gestopft. Unserem Gentleman-Boxer. So, jetzt kommen wir zu etwas Tollem. Ich sitze bei mir zu Hause und schaue mal wieder meine Lieblingsserie Tatort. Mhm. Ja? Und da plötzlich fällt mir auf, Donnerwetter, da gibt es einen neuen Service für Menschen, die entweder sehr schlecht sehen wie ich oder gar nichts mehr sehen. Ja? Und zwar eine tolle Stimme erklärt Ihnen, was da so passiert in diesem Film, wenn Sie es nicht sehen können. Und schauen Sie mal rein, das ist der neue Service von ARD, ZDF und Arte. Mein heutiger Gast ist Oscar-Gewinner, war 7-mal für den Oscar nominiert, unter anderem Filmmusik für Filme wie Rain Man, The Lion King, Pearl Harbor, Hannibal und viele andere große Welterfolge. Das ist das neue Album, das von Ihnen erschienen ist, The Wings of a Film, und das ist die Musik zu seinem neuen Film Black Hawk Down. Herzlich willkommen, Hans Zimmer! Ich weiß ja, dass Sie Computer hassen. Nee, ja, hassen nicht, aber ich kenne mich leider nicht aus. Nee, alle fragen mich immer, wie schreibe ich denn zur Filmmusik, und ich schreibe das auf dem Computer, und ich habe gedacht, ich bringe Ihnen das mit, das können Sie zu Hause dann auch viel Krach mitmachen. Das ist aber toll, vielen Dank, das ist ein Computerprogramm. Ja, genau, ja? Und eben die ganze Filmmusik wird da drauf geschrieben. Das heißt, vor einem großen Orchester stehen Sie gar nicht mehr. Doch, mache ich schon, also, aber zuerst mal da drauf, und dann kann man das auch so schön simulieren und so weiter. Wann, ich habe mich das oft gefragt, wann beginnt die Arbeiten eines Komponisten für die Filmmusik? Erst, wenn der Film komplett fertig ist? Nee, gar nicht, ich setze mich meistens mit dem Regisseur vorher hin. Ja. Und meistens lese ich das Drehbuch nicht, das stört natürlich die Drehbuchautoren, aber ich frage den Regisseur, worum geht denn das? Ja. Dann kriege ich nämlich die Geschichte eigentlich von ihm erzählt, und dann finde ich schon die Schwerpunkte daraus. Und da sind Sie dann völlig frei zu sagen, wo werde ich dramatisch, wo mache ich es leise? Ja, schon. Auch von Dreharbeiten sprechen wir drüber. Was soll denn das werden? Was kann er denn nicht eigentlich, sagen wir mal, elegant in Wörtern und Bildern ausdrücken? Ja. Und jetzt kommen Sie gerade von der Berlinale. Ja. Wie ist es da? Ist es schön? Sehr schön, sehr schön. Wärmer als bei euch in Köln. Und ich meine, es gibt nun eigentlich die ganzen Leute, die ich nie in Hollywood sehe, sehe ich auf der Berlinale. Wen zum Beispiel? Ja, meinen alten Kumpel Russell Crowe natürlich. Und deswegen habe ich ja noch immer ein bisschen Kopfweh. Die Australier wissen, wie man feiert. Wirklich? Haben Sie mit ihm gefeiert? Ja. Wo? In seinem Hotelzimmer. Und war ein bisschen klein, und da waren 10.000 Leute drin und so weiter. Und, waren da noch andere auf dem Zimmer von Russell Crowe, die man kennt? Das könnte schon sein. Ja, da war zum Beispiel der Ralf Müller. Und ich meine, das ist ja dann schon ein ganzes Zimmer für sich selber eigentlich. Ja. Und ich glaube, die Bar im Adlon ist eigentlich jetzt ganz leer. Da gibt es nichts mehr. Ich glaube, das ist alles oben ins Zimmer gekommen. Und ich glaube, die müssen jetzt wieder mal Wein einkaufen gehen. Wirklich? Ja, in Hollywood ist es ja, was ich so weiß, nicht so lange bis in der Nacht, oder? Da geht um 11 alle schlafen, weil um 6 Uhr alle wieder Fitness stehen. Nein, das sagen wir euch, damit wir dann weiter feiern können, damit ihr dann weggeht. Ja, dann können wir so ganz privat weitermachen. Ist das so? Ja? Naja, also schon. Wir sind ja da, um zu arbeiten, gell? Aber naja, ich bin schon so ein Nachtarbeiter. Die erste gute Idee kommt sonst erst um 1 oder 2. Da sitzen Sie da an einem Computer, am Keyboard? Ja, oder, ja, genau, so ungefähr, und streite mich mit meinem Regisseur. Und dann klingelt es ab und zu mal, kommen die Stars auch und sagen, du, pass mal auf, an der Stelle, mach mir da mal so ganz viel Trompete. Ja, ich meine, einige kommen, zum Beispiel eben wegen der, Sie haben ja eigentlich recht, um 11 ist alles zu, aber zum Beispiel solche Leute wie der Jack Nicholson, die ja gerne auch noch nachts so ein bisschen wach sind, die wissen, bei uns im Studio, da gibt es noch was um 3 Uhr morgens. Und dann, was gibt es da noch um 3 Uhr morgens? Krach, ich weiß so, nicht. Musik. Ja, Musik, ja. Wer weiß es. Oder kommt Jack Nicholson vorbei? Ja, schon mal ein bisschen. Ja, der ist sehr an Musik eigentlich interessiert, und ich habe immer gedacht, jemand muss mal einen Film mit ihm machen und ihn nur über Musik fragen. Der weiß so viel. Ich meine, als wir, wie heißt das auf Deutsch, Besser geht's nicht gemacht haben, dieser ganze Charakter, der da immer diese CDs aufgenommen hat mit seinen liebsten Stücken, das ist eigentlich der Jack. Das haben wir wirklich auf ihn geschrieben. Das ist eine Erfindung, die er so mit eingebracht hat. Erfindung? Ich meine, so lebt das sein Leben. Ja? Ja, da kommt er da an, hör mal diese neue Platte an, und da habe ich was gefunden, und der liebt das. Alles von Rap zu Bach zu Beethoven zu den Beatles und dann irgend sowas ganz Weltmusik, was weiß ich. Jetzt sind Sie, in diesem Jahr sind Sie nicht für einen Oscar nominiert? Nein. Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit, oder? Nein, ja,
Ja. Ja. Es ist so. Ja. Ist das richtig? Ich habe immer gesagt, siebenmal. Sie waren siebenmal nominiert. Ne? Ja, das wird ja in Amerika zu Recht auch ja immer mit erwähnt. Ja? Ja, genau. Also siebenmal nominiert. Siebenmal nominiert, anstatt nur einmal oder über. Ja, man jetzt muss mal, ja ein bisschen bescheiden. Mal ganz sein. Ehrlich, was ist besser, den Oscar gewinnen oder nicht gewinnen, wenn man da unten sitzt? Ich sage das immer so, wenn Sie mir einen guten Verlierer zeigen, zeige ich Ihnen einen Verlierer. Also immer sitzt natürlich da und möchte, dass man den gewinnt. Aber trotzdem, dann kommt natürlich das Gefühl, man musste auf die Bühne und da muss man an die denken und da darf man auch keinen vergessen. Und da habe ich meine Mutter vergessen und das war dann ganz schlimm. Das gab dann jahrelang, hab ich da Schuldgefühle mitgehabt. Weil Sie sich bei Ihrer Mutter nicht bedankt haben. Genau. Ich habe ja das so versucht zu erklären. Ja. Jeder hat ja eine Mutter. Und vor allen Dingen das Neurotische bei mir und was so zum Talent dahin führt, das kommt wahrscheinlich von ihr. Ja, okay. Das sollten Sie ja vielleicht nochmal als Hoffnung sagen für alle, die auch diese Karriere machen wollen. Kein Schulabschluss? Kein Schulabschluss, nein. Kein Abitur? Doch, englisches Abitur, aber das ist ein bisschen leichter als das deutsche Abitur. So wie Nordrhein-Westfalen hier. Ja, genau. Ich hab eine Eins in England im Deutschen gehabt. Ach so. Ja. Musikstudium? Nein, auch nicht. Kein Musikstudium? Nein. Jetzt für alle diese jungen Komponisten, die es schaffen wollen, gab es ein zentrales Ereignis, wo Sie sagen, das war der Punkt, wo ich dann den Einstieg geschafft habe in Amerika? Oder das war die? Ja, ich hab nichts anderes gekonnt. Nein, ich habe halt immer Musik geliebt. Als Kind habe ich immer Klavier gespielt. Wir hatten nämlich kein Fernsehen zu Hause. Wir hatten Flügel. Mhm. Und eben. Aber Musikunterricht haben Sie schon gehabt als Kind, ja? Ja, das gab mal so eine Woche lang. Und das war entweder ich hätte den Lehrer umgebracht oder er hätte mich umgebracht und meine Familie hat gedacht, vielleicht so früh schon ins Gefängnis, das geht dann auch nicht. Ja, obwohl Sie in Frankfurt aufgewachsen sind. Ja, da geht das ja, gell? Jetzt schauen wir mal einen kurzen Ausschnitt an aus dem neuen Film. Da ist das richtig ein großer Erfolg in Amerika, ja? Ja, es ist ein großer Erfolg, obwohl er ganz, ich meine, das ist ein ganz harter Film. Ich weiß nicht, ob ihr das so hinschauen sollt überhaupt. Na, vielleicht haben wir das so, wir haben auch keine Liebesgeschichte drin. Also, es ist Black Hawk Down, es geht Amerikaner in Somalia, ja? Ja, das ist also richtig schön schiefgegangen da. Und übrigens, ihr müsst wissen, das haben wir auch vor dem, wie das heutzutage heißt, 11. September gemacht. Ich meine, das ist schon ein Jahr her, seit wir da mit den Dreharbeiten anfingen. Und aber jetzt sieht man das natürlich ganz anders. Klar, wird dann in Hollywood gegrübelt, also, eigentlich könnte der Film jetzt ein bisschen falsch verstanden werden, wir zeigen ihn lieber gar nicht, oder? Ja, genau, das war auch so. Ich habe gedacht, auf einmal machen wir den überhaupt nicht fertig und dann haben wir doch stur weitergemacht und uns einfach nicht reinreden lassen. Money. Ja. Ja, ich verstehe. Das finde ich erstaunlich. Das hat man selten, dass Gäste aus Hollywood sagen, bitte schauen Sie nicht hin bei dem Film, weil der könnte. Naja, ich meine, das ist. Der Ridley Scott, der hat ja auch Alien gemacht. Sie wissen ja, dass das kam so ein Ding da aus dem Bauch raus. Ja. Wir wollten einfach das wirklich. Ich habe mich auch sehr oft mit den richtigen Soldaten hingesetzt und einfach. Erzählt mir mal, wie das da war. Und wir wollten den Film wirklich so machen, wie das da war. Und ich meine, schön war das nicht, aber trotzdem irgendwie. Ich meine, ich habe ja schon Anti-Kriegsfilme gemacht. Und das Problem da ist, war für mich immer, da sind nur die liberalen Pazifisten so und so hingegangen. Und das hat ja eigentlich keinen Sinn, denen das nochmal zu erzählen. Und Ridley und ich haben uns da hingesetzt und gedacht, also wir versuchen wirklich mal so das zu machen, wie das wirklich ist. Und wir haben auch sehr viel mit Dokumentarfilmemachern gesprochen. Gut, also, wenn Ihnen die Szenen zu hart sind, dann achten Sie auf die Musik. Deswegen ist ja auch Herr Zimmer hier. Ja? Der Film heißt Black Hawk Down. Das hat natürlich schon heute eine andere Wirkung, auch mit dieser doch an gregorianische Choräle erinnern und so Musik. Ist ein großer kommerzieller Erfolg in den USA? Ja, komischerweise. Ich meine, wir wussten wirklich nicht, werden die Leute reingehen oder einfach, ich meine, wird das zu viel für die? Ja. Jetzt fliegen Sie noch mal nach Berlin zur Berlinale. Ja. Da gibt es den silbernen Bären für Filmmusik. Ja, endlich haben die das begriffen, dass Filmmusik doch ganz irgendwie zum Film dazu gehört und dass man vielleicht auch mal so einen Preis verleihen könnte. Und gibt es da auch, da sind Sie natürlich nominiert, hoffe ich, oder? Nein, ich bin gar nicht nominiert. Ich gebe dem jemand. Ich weiß noch nicht mal wen. Das setzen wir uns morgen hin bis 23 Uhr. Also, das wird morgen entschieden, im Zimmer von Russell Crowe? Natürlich. Ja. Nein, das ist so eine Unordnung da drin, da kommt man gar nicht mehr rein, gell? Und dann habe ich denen auch so versprochen, dass ich da vielleicht so ein bisschen was spiele und da lade ich auch einen Freund ein dazu, aber
sage ich noch nicht, wer das ist. Das ist eine Überraschung. Also, ja. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Erfolg brauchen wir Ihnen nicht wünschen. Haben Sie sowieso über die Maßen. Ja. Naja. Noch viele schöne Filme und viele interessante Begegnungen. Ja, vielen mit diesem Dank. Ja. Und vielen Dank hierfür. Ich werde vielleicht jemanden finden, versuchen der mir das... Es mal. Ja, falls es so mit der Karriere nicht ganz funktioniert, kommen Sie doch zu uns nach Hollywood. Ja. Porsches, also das hat mich damals sehr interessiert. Hm? Ich überlege gerade, was ich von 12 bis 14. Ich habe Jerry Cotton gelesen. Ja, siehst du mal, nee, das war nicht. Straßenbahnmagazin auch ausgeschnitten und so? Oder boah, die neue 11.13? Ja. Ja? Na, das habe ich dann immer beim Straßenbahnfahren in Köln gemacht. Da hatte ich immer so ein Heft und da habe ich dann immer hinter dem Straßenbahnfahrer gestanden und habe die Höchstgeschwindigkeiten notiert. Eigentlich, wenn ich das so höre. Warum diese schöne Kindheitserinnerung nicht nochmal wiederholen? Du könntest dich doch mal hier in die Straßenbahn stellen und die Höchstgeschwindigkeit notieren. Ja, das könnte man machen. Das könnte man mal machen. Ja. Ich glaube, das Gefühl, die fahren teilweise zu langsam. Ach so, also daher deine Liebe zu den Straßenbahnen. Da ist ja, das ein Festtag für dich, 100 Jahre Berliner U-Bahn. Ja, das ist ganz toll und das ist ja auch wirklich eine super U-Bahn. Also ist die jetzt toll? Ja, die ist toll. Hat die Weltstadtniveau? Ja, wird schon. Was ist das Tolle an der Berliner U-Bahn? Na, weil es halt eine richtige U-Bahn ist. Also zum Beispiel in Köln oder in Stuttgart, das sind nur so... Möchte gern U-Bahn. Ja, die fahren irgendwie mal so unten durch, ja, ganz genau. Ist keine U-Bahn. Ja. Nee, also eine richtige U-Bahn ist auch nur auf eigenem Gleis. Die kann zwar auch oben fahren, also in Berlin ist das ja auch oft der Fall, dass die überirdisch fährt. Ja. Aber sie muss immer auf eigenem Gleis fahren und nicht wirklich auf der Straße. Fantastisch, strenge Regeln. Ja. Gibt es da tolle Stationen, die wir kennenlernen sollten? Sehr selbstverständlich. Also eine super Station ist zum Beispiel die Station, an der ich meistens angekommen bin, wenn ich von Tegel gekommen bin. Ja. Jakob-Kaiser-Platz. Also da kommt man erstmal mit dem Bus vom Tegel und dann steigt man Jakob-Kaiser-Platz in die U7 müsste das sein. Was ist jetzt genau das Schöne an diesem Jakob-Kaiser-Platz? Das Foto scheint mir ein bisschen ungünstig. Also was ja schon mal toll ist, das hat man ja auch nicht unbedingt immer in Köln, dass man eben ehrlich einsteigen kann in die U-Bahn. Das mag vielen Berlinern und Hamburger ganz simpel vorkommen, aber man muss keine Treppenstufen gehen in die Bahn. Richtig, sehr verbraucherfreundlich. Und ich fand es einfach toll, da anzukommen und in meine U-Bahn wieder zu steigen. Ja. Also nicht in meine, also so in die U-Bahn. Nee, aber ich kann es verstehen, das sagt meine U-Bahn. Ja, ich kenne auch Leute zum Beispiel, die sagen meine B14. Weil sie die B14 so oft gefahren sind, von Stuttgart nach Nürnberg oder so, sagt, wenn ihr am Abend auf meine B14 da fahrt. Ja. Die wussten auch genau, wo Stau ist und so. Die haben ihr Leben damit verbracht, Umgehungsstraßen zu fordern. Was ich übrigens auch eine schöne Idee finde. Ich habe gekämpft, ich habe Unterschriften gesammelt für die Umgehungsstraße. Dann abends bei sich zu Hause Umgehungsstraßen geplant und gefordert. Wurden dann schneller abgerufen als erwartet und die Straße wurde doch nicht gebaut. Aber es war ein Ziel. Das ist ja wichtig, dass man ein Ziel hat im Leben. Umgehungsstraßen fordern. Köln hat ja besteht ja nur aus Umgehungsstraßen. Wieso? Nicht? Nö. Man muss doch eigentlich immer mitten durch die Stadt, oder nicht? Ich nicht. Ich fahre nur außen rum und gucke zum Fernglas. Ja, was ist denn hier so? Also jetzt mein Weg zu Sat.1. Also Jakob-Kaiser-Platz, dann umgestiegen an der Bismarckstraße. So, jetzt kommen wir zu etwas Tollem. Ich sitze bei mir zu Hause und schaue mal wieder meine Lieblingsserie Tatort. Mhm. Ja? Und da plötzlich fällt mir auf, Donnerwetter, da gibt es einen neuen Service für Menschen, die entweder sehr schlecht sehen wie ich oder gar nichts mehr sehen. Ja? Und zwar eine tolle Stimme erklärt Ihnen, was da so passiert in diesem Film, wenn Sie es nicht sehen können. Und schauen Sie mal rein, das ist der neue Service von ARD, ZDF und Arte. Mein heutiger Gast ist Oscar-Gewinner, war 7-mal für den Oscar nominiert, unter anderem Filmmusik für Filme wie Rain Man, The Lion King, Pearl Harbor, Hannibal und viele andere große Welterfolge. Das ist das neue Album, das von Ihnen erschienen ist, The Wings of a Film, und das ist die Musik zu seinem neuen Film Black Hawk Down. Herzlich willkommen, Hans Zimmer. Ich weiß ja, dass Sie Computer hassen. Nee, ich hasse nicht, aber ich kenne mich leider nicht aus. Nee, alle fragen mich immer, wie schreibe ich denn zur Filmmusik, und ich schreibe das auf dem Computer und ich habe gedacht, ich bringe Ihnen das mit, das können Sie zu Hause dann auch viel Krach mitmachen. Das ist aber toll, vielen Dank, das ist ein Computerprogramm. Ja, genau. Ja? Und eben die ganze Filmmusik wird da drauf geschrieben. Das heißt, vor einem großen Orchester stehen Sie gar nicht mehr. Doch, das mache ich schon. Also, aber zuerst mal da drauf und dann kann man das auch so schön simulieren und so weiter. Ich habe mich das oft gefragt, wann beginnt die Arbeiten eines Komponisten für die Filmmusik? Erst, wenn der Film komplett fertig ist? Nee, gar nicht. Ich setze mich meistens mit dem Regisseur vorher hin. Ja. Und
meistens lese ich das Drehbuch nicht. Das stört natürlich die Drehbuchautoren. Aber ich frage den Regisseur, worum geht denn das? Ja. Dann kriege ich nämlich die Geschichte eigentlich von ihm erzählt und dann finde ich schon die Schwerpunkte daraus. Und da sind Sie dann völlig frei zu sagen, wo werde ich dramatisch, wo mache ich es leise? Ja, schon. Auch von Dreharbeiten sprechen wir drüber. Was soll denn das werden? Was kann er denn nicht eigentlich, sagen wir mal, elegant in Wörtern und Bildern ausdrücken? Ja. Und jetzt kommen Sie gerade von der Berlinale. Ja. Wie ist es da? Ist es schön? Sehr schön, sehr schön. Wärmer als bei euch in Köln. Und ich meine, es gibt nun eigentlich die ganzen Leute, die ich nie in Hollywood sehe, sehe ich auf der Berlinale. Wen zum Beispiel? Ja, meinen alten Kumpel Russell Crowe natürlich. Und deswegen habe ich ja noch immer ein bisschen Kopfweh. Die Australier wissen, wie man feiert. Wirklich? Haben Sie mit ihm gefeiert? Ja. Wo? In seinem Hotelzimmer. Das war ein bisschen klein und da waren 10.000 Leute drin und so weiter. Und, waren da noch andere auf dem Zimmer von Russell Crowe, die man kennt? Das könnte schon sein. Ja, da war zum Beispiel der Ralf Müller. Und ich meine, das ist ja dann schon ein ganzes Zimmer für sich selber eigentlich. Ja. Und ich glaube, die Bar im Adlon ist eigentlich jetzt ganz leer. Da gibt es nichts mehr. Ich glaube, das ist alles oben ins Zimmer gekommen. Und ich glaube, die müssen jetzt wieder mal Wein einkaufen gehen. Wirklich? Ja, ja. In Hollywood ist es ja, was ich so weiß, nicht so lange bis in der Nacht, oder? Da geht um 11 alle schlafen, weil um 6 Uhr alle wieder im Business stehen. Nein, das sagen wir euch. Damit ist nicht dann im Haag. Oder im Haag, wie wir die Experten sagen. Und das Folgende ist, er verteidigt sich selbst, er nimmt keinen Anwalt. Kennen viele von der privaten Scheidung, ja, wo man sagt, nee, nehmen wir einen Anwalt, wird es billiger, im Idealfall. Und er verteidigt sich selbst und um zu beweisen, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, hat er Filmmaterial vorgeführt in seinem Prozess von der Sendung Monitor im WDR. Haben Sie es mitbekommen? Und der WDR ist entsetzt, empört, verbittert. Wie kann Milosevic Filmmaterial aus dem WDR benutzen? Ich meine, er hat sich aufgezeichnet. Ja, Kassette rein, sie kann man immer mal brauchen. Die WDR-Redakteure sind empört, geschockt und verbittert. Viele WDR-Redakteure sind so entsetzt, sie haben aus Protest gegen Milosevic heute um 9 Uhr beim Frühstück ihre Slivovitz-Flaschen aus dem Fenster geschmissen. Und Mr. Milosevic, verteidigen mit Bildmaterial des WDR funktioniert nicht. Wirklich. Hat Ewald Lienen auch probiert. Dann, all die Fans heute Abend hier, ja, natürlich, man will es nicht zugeben. Aldi, meine Damen und Herren, unsere großartige Supermarktkette führt ein neues kundenfreundliches Zahlungssystem ein. Sie können jetzt mit EC-Karte an der Kasse zahlen. Sie wissen? Na, was habt ihr denn heute wieder? Geheimnummer und schon wird abgebucht. Das Problem bei Aldi ist, dass es so lange dauern kann, bis sie an der einen Kasse vorne sind, dass die Karte abgelaufen ist. Ja? Da müssen sie diese Geheimnummer eingeben. Und das ist wiederum der Vorteil. Wenn sie bei Aldi an der Kasse die Geheimnummer ihrer Karte nicht mehr wissen, stehen mindestens 5 Mann rum, die die Nummer kennen. Freunde! Bisher haben auch schon viele bargeldlos bei Aldi eingekauft. Führte allerdings zu abführenden Handschellen und Hausverbot. Helmut Schalle at the Supermarket! Lieben Freundinnen und Freunde, heute Abend ist bei uns einer der ganz Großen aus Hollywood zu Gast. Er hat für fast jeden Film der letzten 10 Jahre, der einem einfällt, die Musik geschrieben. Großen Hollywood-Erfolg. Er war 7-mal für den Oscar nominiert. Er hat ihn einmal gewonnen für seine Musik zum Film Der König der Löwen. Und ich sage Ihnen mal ein paar Filme zum Beispiel. Hat gemacht den Jack Nicholson hieß bei uns Besser geht's nicht. Ja. Dieser Film mit Jack Nicholson. Dann Der Prinz von Ägypten, The Thin Red Line, dann König der Erfolg in Amerika, ja? Ja, ist ein großer Erfolg, obwohl er ganz, ich meine, das ist ein ganz harter Film. Ich weiß nicht, ob ihr das so hinschauen sollt überhaupt. Na, vielleicht haben wir das so, wir haben auch keine Liebesgeschichte drin. Also, es ist Black Hawk Down, es geht das, um Amerikaner in Somalia, ja? Ja, das ist also richtig schön schiefgegangen da. Und übrigens, ihr müsst wissen, das haben wir auch vor dem
wie das heutzutage heißt, 11. September gemacht. Ich meine, das ist schon ein Jahr her, seit wir da mit den Dreharbeiten anfingen. Und aber jetzt sieht man das natürlich ganz anders. Klar, wird dann in Hollywood gegrübelt, also na, eigentlich könnte der Film jetzt ein bisschen falsch verstanden werden, wir zeigen ihn lieber gar nicht, oder? Ja, genau, das war auch so. Ich habe gedacht, auf einmal machen wir den überhaupt nicht fertig und dann haben wir doch stur weitergemacht und uns einfach nicht reinreden lassen. Money. Ja. Ja, ich verstehe. Also was haben wir so? Das finde ich erstaunlich. Das hat man selten, dass Gäste aus Hollywood sagen, bitte schauen Sie nicht hin bei dem Film, weil der könnte... Naja, ich meine, das ist... Der Ridley Scott, der hat ja auch Alien gemacht. Sie wissen ja, dass da kam das so ein Ding da aus dem Bauch raus. Ja. Ja. Also... wir wollten einfach das wirklich, ich habe mich auch sehr oft mit den richtigen Soldaten hingesetzt und einfach erzählt mir mal, wie das da war. Und wir wollten den Film wirklich so machen, wie das da war. Und ich meine, schön war das nicht, aber trotzdem irgendwie, ich meine, ich habe ja schon Antikriegsfilme gemacht. Und das Problem da ist, war für mich immer, da sind nur die liberalen Pazifisten so und so hingegangen. Und das hat ja eigentlich keinen Sinn, da, denen das nochmal zu erzählen. Und Ridley und ich haben uns da hingesetzt und gedacht, also wir versuchen wirklich mal so das zu machen, wie das wirklich ist. Und wir haben auch sehr viel mit Dokumentarfilmemachern gesprochen. Gut, also wenn Ihnen die Szenen zu hart sind, dann achten Sie auf die Musik. Deswegen ist ja auch Herr Zimmer hier. Ja? Der Film heißt Black Hawk Down. Das hat natürlich schon heute eine andere Wirkung, auch mit dieser doch an gregorianische Choräle erinnern und so Musik. Ist ein großer kommerzieller Erfolg in den USA? Ja, komischerweise. Ich meine, wir wussten wirklich nicht, werden die Leute reingehen oder einfach, ich meine, wird das zu viel für die? Ja. Jetzt fliegen Sie nochmal nach Berlin zur Berlinale? Ja. Da gibt es den silbernen Bären für Filmmusik. Ja, endlich haben die das begriffen, dass Filmmusik doch ganz irgendwie zum Film dazu gehört und dass man vielleicht auch mal so einen Preis verleihen könnte. Und gibt es da aus hinterher, da sind Sie natürlich nominiert, hoffe ich, oder? Nein, ich bin gar nicht nominiert. Ich gebe dem jemand. Ich weiß noch nicht mal wen. Das setzen wir uns morgen hin bis 23 Uhr. Also, das wird morgen entschieden, im Zimmer von Russell Crowe? Natürlich. Ja. Nein, das ist so eine Unordnung da drin, da kommt man gar nicht mehr rein, gell? Und dann habe ich denen auch so versprochen, dass ich da vielleicht so ein bisschen was spiele und da lade ich auch einen Freund ein dazu, aber sage ich noch nicht, wer das ist. Das ist eine Überraschung. Also, ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Erfolg brauchen wir Ihnen nicht wünschen, haben Sie sowieso über die Maßen. Ja? Noch viele schöne Filme und viele interessante Begegnungen. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank hierfür. Ich werde vielleicht jemanden finden, der mich. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Sehr aufmerksam. Wer von Ihnen kennt noch Slobodan Milosevic? Ein normaler Einstieg in eine Comedy-Sendung, finde ich. Slobodan Milosevic, wissen wir, total böse und kriegt jetzt von allen, die total lieb sind, den Prozess gemacht in Den Haag. Oder im Haag, wie wir die Experten sagen. Und das Folgende ist, er verteidigt sich selbst, er nimmt keinen Anwalt. Kennen viele von der privaten Scheidung. Ja, wo man sagt, nee, nehmen wir einen Anwalt, wird es billiger, im Idealfall. Und er verteidigt sich selbst und um zu beweisen, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, hat er Filmmaterial vorgeführt in seinem Prozess von der Sendung Monitor im WDR. Haben Sie es mitbekommen? Und der WDR ist entsetzt, empört, verbittert. Wie kann Milosevic Filmmaterial aus dem WDR benutzen? Ich meine, er hat sich's aufgezeichnet. Ja, Kassette rein, Musik kann man immer mal brauchen. Die WDR-Redakteure sind empört, geschockt und verbittert. Viele WDR-Redakteure sind so entsetzt, sie haben aus Protest gegen Milosevic heute um 9 Uhr beim Frühstück ihre Slivovitz-Flaschen aus dem Fenster geschmissen. Und Mr. Milosevic, verteidigen mit Bildmaterial des WDR funktioniert nicht. Wirklich. Hat Ewald Lienen auch probiert. Dann, all die Fans heute Abend hier. Ja, natürlich, man will es nicht zugeben. Aldi, meine Damen und Herren, unsere großartige Supermarktkette führt ein neues kundenfreundliches Zahlungssystem ein. Sie können jetzt mit EC-Karte an der Kasse zahlen. Sie wissen? Na, was habt ihr denn heute wieder? Geheimnummer und schon wird abgebucht. Das Problem bei Aldi ist, dass es so lange dauern kann, bis Sie an der einen Kasse vorne sind, dass die Karte abgelaufen ist. Ja? Dann müssen Sie diese Geheimnummer
eingeben. Und das ist wiederum der Vorteil. Wenn Sie bei Aldi an der Kasse die Geheimnummer Ihrer Karte nicht mehr wissen, stehen mindestens 5 Mann rum, die die Nummer kennen. Freunde! Bisher haben auch schon viele bargeldlos bei Aldi eingekauft. Führte allerdings zu abführenden Handschellen und Hausverbot. Helmut Schalle at the supermarket! Auch noch nachts so ein bisschen wach sind. Die wissen, bei uns im Studio, da gibt es noch was um 3 Uhr morgens. Und dann, was gibt es da noch um 3 Uhr morgens? Krach, ich weiß so, nicht. Musik. Ja, Musik, ja. Wer weiß es. Oder kommt Jack Nicholson vorbei? Ja, schon mal ein bisschen. Ja, der ist sehr an Musik eigentlich interessiert. Und ich habe immer gedacht, jemand muss mal einen Film mit ihm machen und ihn nur über Musik fragen. Der weiß so viel. Ich meine, als wir, wie heißt das auf Deutsch, Besser geht's nicht gemacht haben, dieser ganze Charakter, der da immer diese CDs aufgenommen hat mit seinen liebsten Stücken, das ist eigentlich der Jack. Das haben wir wirklich auf ihn geschrieben. Das ist eine Erfindung, die er so mit eingebracht hat. Erfindung? Ich meine, das so lebt das sein Leben. Ja? Ja, dann kommt er da an, hör mal diese neue Platte an und da habe ich was gefunden und der liebt das. Alles von Rap zu Bach zu Beethoven zu Beatles und dann irgend sowas ganz Weltmusik, was weiß ich. Jetzt sind Sie, in diesem Jahr sind Sie nicht für einen Oscar nominiert. Nein. Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit, oder? Nein, ja, ja. Ja. Es ist so. Ja. Ist das richtig? Ich habe immer gesagt, 7-mal. Sie waren 7-mal nominiert. Ne? Ja, das wird ja in Amerika zu Recht auch ja immer mit erwähnt. Ja, ja, genau. Also 7-mal nominiert. 7-mal nominiert anstatt nur einmal oder über. Ja, man jetzt muss mal, ja ein bisschen bescheiden. Mal ganz sein. Ehrlich, was ist besser, den Oscar gewinnen oder nicht gewinnen, wenn man da unten sitzt? Ich sage das immer so, wenn Sie mir einen guten Verlierer zeigen, sage ich Ihnen einen Verlierer. Also immer sitzt natürlich da und möchte, dass man den gewinnt, aber trotzdem, dann kommt natürlich das Gefühl, man musste auf die Bühne und da muss man an die denken und da darf man auch keinen vergessen und da habe ich meine Mutter vergessen und das war dann ganz schlimm, das gab dann jahrelang hab ich da Schuldgefühle mitgehabt. Weil natürlich. Sie sich bei Ihrer Mutter nicht bedankt haben. Genau. Ich habe mir das so versucht zu erklären, jeder hat ja eine Mutter. Und vor allen Dingen das Neurotische bei mir und was das so zum Talent dahin führt, das kommt wahrscheinlich von ihr. Ja, okay. Das sollten Sie vielleicht nochmal als Hoffnung sagen für alle, die auch diese Karriere machen wollen. Kein Schulabschluss? Kein Schulabschluss, nein. Kein Abitur? Doch, englisches Abitur, aber das ist ein bisschen leichter als das deutsche Abitur. So wie Nordrhein-Westfalen hier. Ja, genau. Ich hab eine 1 in England im Deutschen gehabt. Ach so. Musikstudium? Nein, auch nicht. Kein Musikstudium? Nein. Jetzt für alle diese jungen Komponisten, die es schaffen wollen, gab es ein zentrales Ereignis, wo Sie sagen, das war der Punkt, wo ich dann den Einstieg geschafft habe in Amerika? Oder das war die? Ja, ich hab nichts anderes gekonnt. Nein, ich habe halt immer Musik geliebt. Als Kind habe ich immer Klavier gespielt. Wir hatten nämlich kein Fernsehen zu Hause. Wir hatten Flügel. Mhm. Und eben. Aber Musikunterricht haben Sie schon gehabt als Kind, ja? Ja, das gab mal so eine Woche lang. Und das war so, das war entweder ich hätte den Lehrer umgebracht oder er hätte mich umgebracht und meine Familie hat gedacht, vielleicht so früh schon ins Gefängnis. So. Berlin 1989. Was war da? War ich in Berlin. Wieso? Ach so, naja, jetzt kommt das, Wahnsinn, da warst du in Berlin, Berlin 89. Berlin. Ja, glaub, ja, Februar 89 zur Berlinale. Ja. Und zwischen zwei Filmen, die ich unbedingt sehen wollte. Welche waren das? Weiß ich nicht mehr. Ja, das braucht man schon ein bisschen. Die Geschichte braucht ein bisschen Fleisch. Naja, du kennst doch diese Wettbewerbsfilme von der Berlinale. Die geht mal rein, dann vergisst man sie wieder. Das wird Herr Zimmer gerne hören. Ja. Also du warst in Berlin 89. Genau, und ich hatte 4 Stunden Zeit zwischen zwei Filmen, dachte mir, prima, fährst du mal in den Osten rüber und kaufst billig Bücher. Weil da gab es ja, was du ja gerade erzählt hast, ne? Und dann bin ich mit der U-Bahn hier zur Friedrichstraße gefahren. Ja. Also hier kann man das sehen, das ist ein Plan von 83, Stadtmitte, französische Straße, da hat die U-Bahn nicht gehalten. Mhm. Und in Friedrichstraße hat sie gehalten, da war auch dann ein Grenzübergang. Und dann bin ich da durchgewunken worden, also ich bin eben nicht also kontrolliert worden, die haben ja immer so sehr lange zwischen Pass und Antlitz verglichen. Mich, wie gesagt, nicht. Wir haben sie durchgewinkt, lustlos, aber bei dir. Und dann wurde ich in so ein kleines Räumchen
gebeten. Und da musste ich mich dann bis auf Unterhose ausziehen. Und dann haben die alles durchsucht. Und am längsten hat halt mein Portemonnaie gedauert. Du kennst das ja irgendwie. Da ist dann, so Quittungen und alte Fahrscheine und Geld und super Adressen von tollen Restaurants, die man im Vorfeld Ausweise so, von Videotheken. Und die haben alles durchgeguckt nach geheimen Botschaften. Das hat 1,5 Stunden gedauert, bis sie mein Portemonnaie durch hatten. Hatten sie eine geheime Botschaft gefunden? Nee, ja, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie mir dann gesagt, danke, Herr Anwalt, Sie können jetzt gehen. Dann nach wie lange? 1,5 Stunden. Hast du dafür Entschädigung gekriegt später? Nein, natürlich nicht. Eigentlich steht dir doch dafür ein Haus in Potsdam zu. Ach, komm, bitte. Doch, hier sind wir absolut. Oder? Das ist doch Drangsalierung. Ich finde, du könntest da Ansprüche geltend machen. Naja, so schlimm war es. Ein kleiner Gutshof oder so. Ja, wieso? Heutzutage verblasst das. Wir waren auch mal mit der Schule in Berlin. Echt? Ja, einen Wann? Tag, weiß ich nicht mehr, das war 1975 oder so. Und einen Tag DDR-Besuch und einen Tag sollten wir den Reichstag anschauen. Ja. Und ich bin mit 4 Kumpel nochmal vor der Reichstag-Besichtigung unten in eine Kneipe gegangen, Cola trinken. Ja? Schnell eine Cola vor dem Reichstag. Ja? Und einer wirft so locker eine Mark in den Spielautomaten, plötzlich bing, 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 bing. Super Spiel. Ja, 100 Spiele. Und da ging die Klasse in den Reichstag und wir mussten diese 100 Spiele machen. Das dauerte 3 Stunden, wir haben 180 Mark gewonnen. Ja? Und am Schluss war das Geld unten heiß, die Münzen, die rauskamen. So hat es geglüht. Auf diese Weise war ich nie im Reichstag. Bis heute nicht? Ja, das wäre mal eine schöne Geschichte. Wie mich ein Spielautomat von der Reichstagsbesichtigung abhielt. Der führt ein neues kundenfreundliches Zahlungssystem ein. Sie können jetzt mit EC-Karte an der Kasse zahlen. Sie wissen? Na, was habt ihr denn heute wieder? Geheimnummer und schon wird abgebucht. Das Problem bei Aldi ist, dass es so lange dauern kann, bis sie an der einen Kasse vorne sind, dass die Karte abgelaufen ist. Ja? Dann müssen sie diese Geheimnummer eingeben und das ist wiederum der Vorteil. Wenn sie bei Aldi an der Kasse die Geheimnummer ihrer Karte nicht mehr wissen, stehen mindestens 5 Mann rum, die die Nummer kennen. Freunde! Bisher haben auch schon viele bargeldlos bei Aldi eingekauft. Führte allerdings zu abführenden Handschellen und Hausverbot. Helmut Schade at the Supermarket! Lieben Freundinnen und Freunde, heute Abend ist bei uns einer der ganz Großen aus Hollywood zu Gast. Er hat für fast jeden Film der letzten 10 Jahre, der einem einfällt, die Musik geschrieben. Großen Hollywood-Erfolg. Er war 7-mal für den Oscar nominiert. Er hat ihn 1-mal gewonnen für seine Musik zum Film Der König der Löwen. Und ich sage Ihnen mal ein paar Filme zum Beispiel. Hat gemacht den Jack Nicholson hieß bei uns Besser geht's nicht, ja. Dieser Film mit Jack Nicholson. Dann Der Prinz von Ägypten, The Thin Red Line, dann König der Löwen habe ich schon gesagt. Rain Man natürlich. Rain Man mit Dustin Hoffman und Tom Cruise und. Hannibal, Pearl Harbor, Mission Impossible, Gladiator. Alles seine Musik, das sind 2 CDs, die von ihm jetzt erscheinen. Das eine ist die Musik zum neuen Film Black Hawk Down. Und das ist eine Zusammenstellung seiner größten Erfolge, The Wings of a Film. Heute Abend bei uns der erfolgreichste Hollywood-Komponist aller Zeiten, Hans Zimmer. Und unser Hauskomponist und Bandleader Helmut Zerlett, gestern Abend nach der Show noch nach Hannover gefahren. In deinem eigenen steuerbefreiten Porsche oder mit... Genau, ja, ja. Ja, selber gefahren? Selber gefahren. Das ging auch ganz gut. War wirklich? Nicht so viel los. Wie lange fährt man hier von Köln-Mülheim bis Hannover? 2,25 Stunden. Oh. Oh. Oder ein bisschen länger, glaube ich. Ja, das war sicher bis zur Autobahn, oder? Ja, 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 ja. Oder haben Sie diese lästigen Schilder abgehängt? Das ist ziemlich viel Kilometer befreit, also keine Beschränkung. Ja.